Hallo, liebe Leute. Heute mal ein bisschen Minecraft, lange nicht mehr gespielt. Und zwar spielen wir heute auch mal eine Runde Hunger Games. Und ich sehe gerade, ich habe bloß 20 FPS, was mir gar nicht gefällt. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Und zwar ist wieder mit dabei GuppyDD. Hallo. Genau, hier im Assassin's Creed Skin. Ich bin einfach nur ein Standard-Skin. Ja, ich weiß gar nicht, wann geht's denn hier los? Sagte mir nicht momentan. Ja, wie gesagt, Hunger Games, es wird wohl Map 1, so wie ich das sehe. Oder vielleicht auch Map 4. Map 4 ist relativ klein, Map 1 relativ groß. Das ist so wirklich wie die Tribute von Panem, so ein bisschen sieht das aus. Relativ groß, viele Bäume, ein paar Höhlen und so weiter. Wo wir hier gerade sehen, das ist sozusagen die Trainingshalle. Das ist nur zum Beschäftigen, bis Map gewotet wurden und genug Spieler da sind. Und ja. Das ist, glaube ich, ein 24er-Server, deswegen sollte eigentlich nicht so viel Schlimmes passieren. Ich hoffe, wir sterben nicht gleich am Anfang, sonst wird es einfach eine kurze Runde und damit ist es schon wieder vorbei. Das ist einfach nur Just for Fun heute. Ja, Guppy hat es bis jetzt, glaube ich, einmal gespielt. Ich glaube, ich 3 Runden oder so. Ja, und ist schon verdammt schwierig. Hupt hier runter. Ist schon verdammt schwierig, einen Server gemeinsam zu finden. Weil wir haben dann eine Website gefunden, irgendwie minecraftsurvivalgames.com. Und die Server, die dort aufgeführt sind, wenn die mal in die Lobby gehen, ist innerhalb von, keine Ahnung, 10 Sekunden ist der Server voll. Also, meistens schon vor dem, wahrscheinlich vor dem Anzeigen lassen, eigentlich ist der Server schon voll. Deswegen nicht ganz so easy. Jetzt versteckt er sich hier oder was? Wir Ah, geh sollten weg. mal die Pro-Tipps anschauen. Hier gab es irgendwo Pro-Tipps. Da gab es, glaube ich, einen Pro-Tipp. Hier am Baum ist so einer, das ist total super. Pro-Tipp Nummer 4: Win the game. Absolut, Bro. Der war doch irgendwann ein anderer Proto, den hatte ich vorhin hier. Da drüben war das, glaube ich. Das war Proto Nummer 1, Don't Die. Und hier Ja. Proto 5. Muss das eigentlich vorlesen? Don't waste time in endless tunnels. Ist so geil! War das hier? Ah, schade, da geht's Oh, schon los. es geht los. Ja. Guppi, du bist direkt neben mir, das ist schön. Du bist direkt rechts neben mir. Oh ja, da ist bloß ein Baum dazwischen. Ja, da ist wieder das Haus. Okay, das ist die Map, die wir schon mal gespielt haben. Glaube ich. War das nicht nur. Okay, da haben wir Nummer 1 schon mal gespielt. Ja, in der Mitte, da sind die Kisten, da werden wir uns nicht hinbegeben, weil das ist reiner Selbstmord. Da stirbt ungefähr die Hälfte schon mal, die sich da hinbegibt. Und die anderen überleben mit wenig Leben. Ja, ich würde sagen, wir drehen uns einfach um und laufen in den Wald, halbwegs gemeinsam. Und suchen Okay. uns dann wieder irgendeine Burg oder sowas, die wir ein bisschen ausräubern können. Letztes Mal haben wir, glaube ich, ungefähr 20 Minuten überlebt. Das war gar nicht so schlecht. Und dann kam so eine Gruppe von 3 Spielern. Ach nein, doch, von 3 Spielern, die zusammengearbeitet haben, glaube ich. Oder war Nein, das, war wo das ich. nicht Das, das, wo ich, was? war ich wieder allein gespielt habe, stimmt. Das war hier, wo es geleckt hat. Genau, da kam So. ein Einzelner und hat uns umgehauen, weil wir auf dem US-Server waren. Wir haben ungefähr 2 Treffer gelandet und er hat uns getötet. War total super. So, geht So, los. 2, 1. Go, 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 go. Ich lauf schon. Ja, genau, das Wasser wieder. Ach, schrecklich. Jetzt sind wir nicht beide auf der gleichen Seite. Du schwimmst durch, oder was? Ja, dachte ich. Wo bist du oben lang gegangen? Ja, ich bin jetzt links oben lang gegangen. Du kommst aus dem Wasser nicht mehr raus. Jetzt Doch. läufst du wieder rechts vorbei. Jetzt haben wir genau das andere gemacht wie letztes Mal. Okay. Hoffentlich findet dich dann nicht gleich einer, der dich unbedingt kaputt machen will. Gut. Da kommt man aber nicht rein. In das Gebäude. Da ist Oder doch eine hier. Tür auf der Wow. einen Seite und auf der anderen Seite. Kommst du irgendwie rein? Doch, doch, ich bin drin, ich Ah, bin du bist drin. in einem anderen Gebäude. Ich bin hier an so einem kleinen. So. Boah, hier geht's übelst lange Treppen runter. Wo ich aber nicht hinkomme. Was? Ah, Hilfe, wie tief geht denn das hin? Oh, da ist Ziemlich tief, Wasser. würde ich behaupten, weil hier ist wieder sowas Komme ich da zerklüftet wieder ist. raus? Ja, hoffe ich. Hey, wo bist denn du hier reingekommen? Ich bin zu blöd. Ach so, ja. Obviously, offensichtlich ist offensichtlich. Oh, wie, ach, ey, die Treppen mit den scheiß Lianen. Meine Fresse. Ey, langsamer kann man keine Treppen gehen, oder? Wenn die scheiß Lianen dort im Weg sind. Nee. Oh shit. Hast du eine Nein. Falle gefunden? Ja. Also, ich habe eine Kiste gefunden. Die ist aber bestimmt leer. Ja, und wo ist Die die habe ich Falle? mitgenommen. Die Falle kommt kurz danach. Wenn du Ah. weitergehst, da ist so ein Absatz drin und kurz dahinter ist ein. Also da geht der Boden weg, wenn du auf die Ja. Steinplatte trittst. Ich gucke gerade wieder hoch in der Hoffnung, dass das dort irgendwo. Was, wenn ich auf die Steinplatte drauf trete, geht der Boden weg. Ja, okay. Ich
Ah, okay. Also muss man. Wow! Fuck! Hatte drüber springen. Ja, spring mal, wenn da nichts ist. Wow. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier gelandet? Kommt man da überhaupt hoch? Oder welche wieder zurückgeportet? Bist du jetzt auch runtergefallen? Ja. Okay, ja, da kommst du raus. Oh, hier ist einer. Hier ist einer. Sieht wow. total komisch aus. Er ist gerade runtergesprungen. Ah, okay, komm ich zu der Stelle. Wow. Geh auf. Danke. Okay, ich bin tot. Was, der ist gerade runtergesprungen. Warum bist du tot? Ja, meine Fresse. Ich bin hinterher gesprungen und ins Wasser, bloß das Wasser war nicht tief genug und ich habe, Ja, jetzt muss ich hier nochmal diese Kiste hinzukriegen. Ehrlich, du hast gerade die schöne Aufnahme verkackt, ey. Mensch, letztes Mal hat es so gut funktioniert und jetzt sowas. Okay. Das Gefühl, ich bin verfolgt. Oder auch nicht. So, wie springe ich denn jetzt? Sprinten? Ja, sprinten geht nicht. Da bin ich auch so gut wie tot. Wie kommt man denn da rüber, wenn der Raum nur 2 hoch ist? Da kann man doch noch nicht springen. Natürlich doof, das stimmt. Ich hatte die Idee, das schon auszulösen vorher, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Wenn ich es nochmal versuche, bin ich tot. Okay, dann können wir direkt nochmal einen neuen Versuch. Oh, einen neuen Versuch starten oder wir lassen es bleiben. Das finde ich mal so, wo wir beide draufkommen ohne Probleme und dann sowas, ehrlich. Aber der leckt ganz schön, kann das sein? Beobachtest nicht, du mich also jetzt? Bei mir nicht. Also ich werde immer mal wieder zurückgeportet, so mehr oder weniger. Rutsche mal runter mit zurück. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher noch einen Browser offen hatte. 14 Tributes remain. Okay, dann bin ich ja schon mal unter den besten 14. So, letzter Versuch. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich tot. Wenn ich jetzt runterfalle, bin ich tot. Lass mich zugucken, warte. Ich... Irgendwie. Da ey, warte. Bin okay. Ich User joined your channel. Gute Nacht euch Zimmer. Gute Nacht. Geht's offline. Tschüss. Du hast mich gerade rumgeschoben, würde ich behaupten. User disconnected from your channel. Was passiert, wenn ich hier springe? Okay. Kannst du jetzt nicht vor. Nee, hat nicht funktioniert. Aber die Idee hatte ich auch. Aber. Da, irgendwie funktioniert das nicht. Also, ja, ihr seht, ich habe Epic Fail und so. Warte mal, wo war denn das? So, mit Sprinten geht's. 1 oder 2, links und rechts habe ich hier. Ich muss aber runterfallen, glaube ich, dazu. Ich bin auch drüber. Gehst du links und ich rechts? Oder andersrum? Ja, ich. Okay, ich habe einen Schalter. Ich habe Lava gefunden, fuck. Es ist doch scheiße. Dann also auf den Schalter nicht. Wie viel Schaden macht denn so ein Pfeil? Keine Ahnung, aber besser als nichts. Gehst du noch weiter oder lässt du es bleiben? Ja, ich habe erstmal mein Inventar so. Huch. Hier, ich habe was gefunden, hier hinten unter Wasser. Bus? Ja, wenn du in deinem, da ist eine Kiste unter Wasser. Und zwar von dir aus quer rüber über das Wasser, wo du gerade drin bist. Ja, noch ein Stück rechts. Da sieht unten schon eigentlich was scheinen unter Wasser. Ah. Da direkt unter dir jetzt, genau. Und da ist eine Kiste unter Wasser. Ich weiß aber nicht, wie der Luft da hält. Muss ich wahrscheinlich ziemlich beeilen. Oh, naja, da sterbe ich. Ich sterbe. Das sind 2 Kisten. Verdammt. Nein. Nein. Ich sterbe, du hast mich gebetet. Oh nein! Also, ihr seht, wir haben noch einiges zu lernen. Aber wie kommt man denn da ran sonst? Keine Ahnung. Also ich bin zu zeitig unter Wasser gegangen, glaube ich. Der Rest ist ja wahrscheinlich. Ich würde gerne nochmal 2 oder 3 probieren, aber. Kannst du versuchen, 2 zu voten, aber ich glaube, also die 2 hat 2 Votes, aber. Probier's mal. Kann ich meinen Vote ändern? You may only vote once. Nein, ich kann meinen Vote leider nicht ändern. Also ja, es haben 3 Vote für 2 und 8 für. What? Kicked so player of higher rank could play because you were the best candidate, sorry? Na danke. Was ist das denn? Ich hasse sowas. Was? Du wurdest gekickt? Ja, sowas voll.
So, damit neue Server-Suche. Bis gleich. Yay, yay, yay. Wir sind wieder drin und hier ist ein Yoshi. Hier läuft ein Yoshi mit rum. What the fuck? Und Spider-Pig und wer ist das? Den erkenne ich nicht. Und irgendwelche komischen Fantasiegestalten und irgendwie ein trauriger irgendwas. Ach, Assassin's Creed hier. Wie heißt der? Ist das eigentlich Ezio oder Dingens hier? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, ein... Dann hier ein nacktes, freudiges Männchen. Den haben wir hier noch so. Irgendein Muskelschirt und was auch immer du bist. Und wer steht hier? Gibbelmonster. Sieht nach einem rein normalen Menschen aus. Und ein Creeper. Ein Porno-Creeper. Ey, Rap-Creeper. Ey, you got swag, man. Oh, und Slenderman. Nein! Da hab ich Angst. Da steht ein Slenderman in der Ecke. Hey, Donald Duck! Grüß dich! Das scheint mir nicht zu verstehen. Also, wer dich jetzt noch nicht für verrückt erklärt hat. Wer mich abonniert hat, sollte mich für verrückt erklärt haben. Also, ihr seid theoretisch gleich schnell, aber er könnte halt sprinten. Ja, wow. Er hat dich irgendwie getroffen auf 3 Kilometer. Sehr geil. Ja, und dann laufen sie, da laufen sie. Wird Forrest es schaffen oder wird sein Verfolger ihn doch noch kriegen? Werden seine Beinchen halten oder werden sie brechen, dass er frei laufen kann? Ja, das wird ein knappes Rennen, aber es sieht wohl schlecht für Forrest aus. Da musste schon ein Wunder passieren. Lauf, Forrest, lauf! Lauf, Forrest! Ah, nein, Guppy, lauf, Guppy, lauf! Und da kommt der Regenbogen. Mann, nein, das ist kein Regenbogen, Mann. Aber der will nicht auf dich gehen, der rennt weg. Der hat Angst. Das ist so geil, die haben Angst gegenseitig voneinander, kannst du ja wegrennen. Ja, das ist wohl ein kleines Wunder, aber jetzt wird er, glaube ich, von 2 verfolgt. Forrest! Lauf! Der andere Kunde muss mich retten. Die haben so ein bisschen Angst voneinander, aber sie wollen nicht aufeinander draufgehen, sie töten glaube ich doch nicht vorher. Schade! Damit ist Forrest dann doch gestorben, es gibt kein Happy End und kein Hollywood.